Dieses Video ist eigentlich nur eine Ansammlung dicker, fetter Spoiler, denn wir offenbaren euch überraschende Wendungen in Games, mit denen ihr so nie gerechnet hättet. Wir sind uns sicher, dass ihr bei einigen, die ihr selbst erlebt habt, geschrien habt oder geheult. Also seid gewarnt. Los geht's! Der erste Teil von The Last of Us ist eine Spieleperle und schlug damals alle Verkaufsrekorde. Doch schon ganz am Anfang sorgt das Spiel für eine Wendung, die sich wie ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Erst tapsen wir als Sarah, Joels 12-jährige Tochter, durchs Haus. Draußen bahnt sich eine Zombie-Apokalypse an, doch wir kriegen die wirklichen Ausmaße erst mit, wenn wir mit Joel und Onkel Tommy aus der Stadt fliehen wollen. Die Straßen sind völlig überfüllt und wir schlagen uns abseits vom Highway durch die Büsche, bis uns ein Soldat aufhält, der Sarah für infiziert hält und sie erschießt. Für viele Spieler war diese unerwartete Wendung ein sehr harter Schlag. No. No. Well, maybe now we get to find out how she got so fucking strong. Dad! Bleiben wir kurz bei der The Last of Us-Reihe. Der zweite Teil ist gerade mal ein Jahr draußen, doch ein Plot-Twist im Spiel hat dafür gesorgt, dass Fans auf die Barrikaden gingen. In der ersten Hälfte wird die Geschichte von Ellie aufgebaut, ihr Rachedurst wird erklärt und wir sehen, wie Ellie lebt und wen sie liebt. Dann verlangt das Spiel plötzlich von uns, Abby zu steuern. Die Person, die wir bisher im Spiel nur als Feindin kennengelernt haben. Die unsägliche Person, die Joel getötet hat. Viele Streamer ließen ihren Frust darüber aus, als sie feststellten, dass es ab diesem Zeitpunkt in der Geschichte von The Last of Us 2 nur noch mit Abby weiterging. And then they got me playing as this dumb bitch. Yo. In Batman Arkham City gibt es eine fantastische Wendung, mit der die meisten Spieler nicht gerechnet hatten. Auch wenn sie vielleicht ahnten, dass mit dieser Version des Jokers etwas nicht gestimmt hat. Wie sich herausstellt, war der Joker von Arkham City die meiste Zeit tatsächlich ein verkleideter Clayface. Die Szene, in der Joker seine Identität enthüllt, raubt ihr den Atem. Zuerst ersticht Talia den Joker, beziehungsweise dachte sie, dass es sich um den wahren Joker gehandelt hat. Doch der echte Joker lebt und tötet Talia. Es stellt sich heraus, dass es die ganze Zeit über Clayface war, den der Spieler da in Gestalt des Jokers vor sich hatte. Joker selbst zog nur aus dem Hintergrund heraus die Strippen, da er unheilbar krank ist. Was für ein Plot-Twist. What the fuck? In BioShock streift der Spieler als Protagonist Jack durch die Unterwasserstadt Rapture. Der Charakter Atlas fordert ihn im Verlauf der Handlung wiederholt mit den Worten "Wärst du so freundlich" auf, bestimmte Dinge zu tun, unter anderem Ryan umzubringen. Letztlich stellt sich heraus, Jack und damit wir als Spieler wurden mit dieser Floskel manipuliert und somit fremdgesteuert. "Wärst du so freundlich" war nicht nur irgendeine Phrase, die Frank Fontaine alias Atlas genutzt hat, weil er so höflich war, sondern weil er uns als Spieler damit über das ganze Spiel hinweg kontrolliert hat. Das ist Gehirnwäsche vom Feinsten. What the fuck? I knew there was something weird about Atlas. Die Vorgeschichte von Fallout 4 bricht dir das Herz. Beim Ausbruch des Atomkriegs flüchtet sich unser Charakter in eine Kapsel von Vault 111, gemeinsam mit Frau und Sohn. In einer Zwischensequenz wird uns gezeigt, was passiert. Wir werden von Fremden geweckt, die unseren Sohn Sean entführen und unsere Partnerin erschießen. Wir erwachen erst über 200 Jahre später, nach dem Krieg, und durchstreifen die Einöde, um unser Kind zu finden. Zuletzt finden wir Sean. Er ist mittlerweile Anführer des Instituts und wir müssen uns für oder gegen die Fraktion entscheiden. Sean zu treffen, der uns fremd ist und ganz komische Ansichten hat, tut weh. Die allererste krasse Wendung, an die wir uns in Games erinnern können und die uns das Herz gebrochen hat, haben wir in Final Fantasy VII erlebt. Der RPG-Klassiker kam damals 1997 raus und die Story verlief so, dass wir nichts vorausahnen konnten. Aeris tritt unserer Gruppe bei, Cloud verliebt sich in sie und wir verbringen viele Stunden mit ihr, sammeln Erfahrungspunkte und Ausrüstung und bauen die süße Blumenverkäuferin auf. Bis Sephiroth die Bildfläche betritt und Aeris hinterrücks ermordet. Aufgespießt von seinem Schwert liegt sie in Clouds Armen und kann sich nur noch verabschieden. Dieser Tod kam so unerwartet, dass er Gamer schockte. Über kaum einen Plot-Twist wurde mehr geredet als über den Tod von Aeris. Best change your face too. This one, he'll take your place.
From here on, he's Snake. In Metal Gear Solid 5 schlüpft der Spieler in die Rolle von Big Boss. Zumindest wird uns das über die gesamte Spielzeit hinweg suggeriert. Wir wussten vorher schon, dass die Metal Gear-Reihe gern mit unserer Wahrnehmung spielt und nicht immer alles so ist, wie es scheint. Trotzdem ist diese Wendung ein Schock. Und dieser Schock wartet bis ganz zum Schluss auf uns. Wir sind nicht, wie wir die ganze Zeit angenommen haben, Snake, aka Big Boss. Wir waren nur eine Marionette, die sich als Big Boss ausgeben sollte, damit der Echte untertauchen konnte. Tatsächlich sind wir nur der namenlose Arzt aus dem Prolog, dessen Erinnerung gelöscht und dessen Gesicht operativ verändert wurde. Diese Wendung haut dich um und ist auch irgendwie schmerzvoll, denn wir waren nie wirklich der coole Big Boss. Als Cedric, der kleine traurige Clown, erleben wir in The Whispered World viele Abenteuer. Ganz am Ende stellt sich heraus, dass die ganze Geschichte um die Rettung der Welt nur der Traum eines kleinen Jungen ist, der im Koma liegt. Sein Vater hat ihm die erlebte Geschichte nur vorgelesen. Laut der Prophezeiung hieß es immer, dass Cedric das Schicksal der Whispered World selbst in der Hand habe. Und das stellt sich nun als wahr heraus. Der Junge zerstört diese Welt, indem er aus dem Koma erwacht. Mit diesem Ende hatte niemand gerechnet. You do not yet remember, Revan. The Jedi set a trap. Der Plot-Twist in Knights of the Old Republic ist besonders schön, weil er uns das ganze Spiel hindurch präsentiert wird und wir am Ende doch überrascht werden. Wir spielen einen Helden, der im Laufe des Spiels zum Jedi-Ritter wird und wir bekommen später den Auftrag, die Superwaffe der Sith zu vernichten. Ständig wird uns von Darth Revan erzählt, einem Jedi, der auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist und der die Galaxie beinahe in ewige Dunkelheit stürzte, bis er eines Tages verschwand. Nach Dutzenden Spielstunden erst entdecken wir, dass wir in Wirklichkeit der Sith Lord Darth Revan sind, der damals von den Jedi gefangen genommen und Gehirn gewaschen wurde. Das ganze Spiel über haben wir einen besiegten Sith gespielt. And know that I have taken your place. John Marston ist in Red Dead Redemption ein Mann mit Klasse. Er ist geläutert, bereut seine früheren Taten und tut alles dafür, seine Familie zu beschützen. Er wächst uns ans Herz. Doch Edgar Ross hat den Auftrag, die Dutch Gang dingfest zu machen, der auch John Marston angehört hat. Die Vergangenheit holt John ein. Und am Ende stehen wir einem Erschießungskommando gegenüber, dem wir nicht entfliehen können. Unser Charakter, den wir so lange begleitet haben und zu dem wir eine Verbindung aufgebaut haben, findet hier den Tod. Und der Spieler kann nur hilflos zusehen. Dieser Twist ist unglaublich. Nur einen kleinen Trost bekommen wir. Wir dürfen uns später als Johns Sohn rächen. Silent Hill 2 sorgte für einen der schlimmsten Plot-Twists, denn es zeigt sich, dass unser Charakter, den wir spielen, ein Mörder ist. Natürlich erst ganz am Ende. James hat einen Brief erhalten, der uns in die verlassene Stadt Silent Hill führt. Dort suchen wir nach unserer totgeglaubten Frau Mary. Wir treffen immer wieder auf eine mysteriöse Frau namens Maria, die unserer Frau bis aufs Haar gleicht. Die Schrecken in Silent Hill, die ganzen fürchterlichen Monster, die uns angreifen, das alles stellt sich am Schluss als eine Strafe heraus. Denn wir sehen in einem Video, dass wir selbst unsere Frau Mary ermordet haben, um ihr einen qualvollen Tod durch eine Krankheit zu ersparen. Das gesamte Spielgeschehen wird durch diese schreckliche Erkenntnis in ein anderes Licht gerückt. In Heavy Rain hat der Origami-Killer zugeschlagen. Ein Killer, der Kinder kidnappt, um die Eltern auf die Probe zu stellen und sie schreckliche Dinge tun lässt. Ein Mann begleitet uns das gesamte Spiel hindurch auf der Suche nach dem Killer. Scott Shelby, ein Privatdetektiv, den wir teilweise sogar selbst steuern. Erst ganz am Ende erfahren wir, dass es tatsächlich der Privatdetektiv Shelby selbst ist, der die Kinder als Origami-Killer geraubt hat. Shelby musste als Kind damals mit ansehen, wie sein Bruder in einem Schacht ertrank, weil sein alkoholkranker Vater nicht in der Lage war, ihn zu retten. Und das hat ihn traumatisiert. Er wurde zum grausamen Killer, um herauszufinden, ob andere Väter bereit sind, alles für das Leben ihrer Kinder zu tun. In Horizon Zero Dawn erforschen wir eine Welt, in der eine Katastrophe alle bestehenden Strukturen der modernen Zivilisation aufgelöst hat. Die Menschen leben in kleinen Stämmen, riesige Roboter-Dinosaurier bevölkern das Land. Doch was hat diesen Wechsel von einer ehemals blühenden Zivilisation hin zur prähistorischen Epoche bewirkt? Ganz am Ende erst stellt sich heraus, dass die moderne Zivilisation von einem außer Kontrolle geratenen Schwarm selbstreplizierender Maschinen ausgelöscht wurde, die jedes bisschen Biomaterie vernichtet. Wissenschaftler riefen das Projekt Zero Dawn ins Leben, das per Terraforming neues Leben ermöglichen sollte. Doch es gibt keine Rettung.
Die Menschheit ist zum Aussterben verurteilt. Um die Firewall der KI zu durchbrechen, die gerade dabei sind, den Planeten leer zu fressen, benötigen die Computer 50 Jahre. Die Welt wird aber schon in wenigen Monaten leer gefressen sein und die Menschheit wird dann nicht mehr existieren. Das ist vielleicht die härteste Enthüllung auf dieser Liste. Der allererste Metroid-Teil sorgte für einen Plot-Twist, der für Aufregung auf allen Schulhöfen sorgte. Es ist wohl einer der ältesten Plot-Twists der Videospielgeschichte. Wenn du Metroid schnell genug durchgespielt hattest, dann bekamst du das Ende freigeschaltet, das dir das Wesen unseres Helden offenbarte. Unter der dicken, gepanzerten Rüstung des taffen Helden kam eine schöne Frau zum Vorschein. Eine verdammt coole Wendung. It's harder to find fugitives back then, though. Back in these days. Oh, well, no! Never mind! Pretty fucking never easy! Mind. Pretty fucking easy! I swear to God, if you're a cop, crack dudes! In A Way Out steuern zwei Spieler im Splitscreen gemeinsam die Hauptfiguren Leo und Vincent. Beide Männer tun sich zusammen, um aus dem Gefängnis auszubrechen und ihren gemeinsamen Feind zur Strecke zu bringen. Im Laufe des Spiels werden beide Männer zu Freunden. Sie geben sich Ratschläge, lernen die Familie des jeweils anderen kennen und vertrauen sich uneingeschränkt. Jedenfalls haben wir dieses Gefühl bis zum Wendepunkt, der dich nach Luft schnappen lässt. Im dritten Akt wird enthüllt, dass Vincent ein Undercover-Polizist ist. Nach stundenlangem Koop-Spiel müssen beide Spieler nun plötzlich gegeneinander antreten. Der treue Freund wurde zum Feind. Du musst bei dieser Wendung schreien vor Frustration. Es gibt eine Schießerei und nur eine Figur überlebt. Dieses Ende zieht dir den Boden unter den Füßen weg.